Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Heute reden wir mit dem Experten über Zucker, und zwar über den Zuckergott in unserem Körper. Ich sage extra mit dem Finger der Experte im Bereich Zucker, weil er ist der erste Arzt, der mir die Vielfalt von Möglichkeiten von Zucker erklärt hat, wie zum Beispiel Galaktose, Dagatose, Isomaltulose und. Da gibt es ja Zucker, die auch nicht schädlich sind für unser Körper, die ich vorhin überhaupt nicht wusste. Also, heute reden wir über den Zuckergott mit Dr. Med. Kurt Mosetta und nach dem Intro geht's los. Jawohl, und jetzt sind wir da. Kurt Mosetta ist da. Herzlich willkommen, lieber Kurt. Sehr schön, freut mich. Sehr gerne. Ja, generell, Zucker ist so dein Thema, oder? Also, der Zuckercode ist was ganz Fantastisches, was Wundersames und die entscheidende Errungenschaft in der Evolution zum Homo sapiens. Das sind schon wichtige Worte. Alle ihre Zellen, jede Zelle hat so einen Überzug mit dem Zuckerguss. Und viele haben gedacht, das lernen wir an der Uni, der Zuckerguss ist wie der Zuckerguss vom Kuchen. Nein, der Zuckerguss ist lebendig. Wie, wenn man eine schöne Landschaft hat, mit einem Wald. Und diese Bäumchen sind alles einzelne Monosaccharide, die erkennen Viren, die erkennen Bakterien, die erkennen Krebszellen, die erkennen die Temperatur, die erkennen Stress. Das wird wahrgenommen, kommuniziert, dann ans Innere der Zelle weitergeben, dann geht dort eine Kaskade in Gang und dann erst gibt's den Befehl für den Zellkern, dieses oder jenes abzulesen. Das heißt, der Zuckercode ist eigentlich allumfassend an und um jede Zelle. Jetzt einen Schritt zurück. Mein großer Lehrmeister war ein Glykobiologe, der Professor Werner Reuter an der Charité. Und der hat sich auf den Zuckercode schon spezialisiert gehabt. Und da gibt es bestimmte Zuckerchen, immer am Ende, Oberfläche der Antenne, das ist eine Sialinsäure. Bisschen irritierend, heißt Säure, aber es ist ein Zucker. Immer in vorletzter ist Galaktose und dann ist noch Mannose und andere Zuckerchen drin. N-Acetylmannosamin. Also die Abfolge und Kombinatorik von diesen Zuckerverästelungen entscheidet über alles. Die Abfolge und Kombinatorik entscheidet auch darüber, was für Gene abgelesen wäre und was nicht. Dieser Werner Reuter hat sich darauf spezialisiert und ich habe mich darauf vorbereitet. Das erste Gespräch mit ihm, bevor er mich gefördert hat, mit Natursubstanzen, Phytopharmaka, Reishi-Myrobalan, habe ich mich darauf vorbereitet. Und dieser Zuckercode entscheidet also übers Leben und er hat natürlich einen großen Feind, wenn man andere schlechte Zucker drüber gießt. Mhm. Das heißt, der Zuckercode, das sind eben auch Natursubstanzen mit vertreten. Reishi, Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere, die haben auch solche Monosaccharide. Jetzt ein Schritt zurück. Viele Menschen dachten, die Genetik entscheidet über alles. Die Gene, 20.000 Gene. Watson und Crick mit dem Medizinnobelpreis, die haben das so formuliert. Je nach Wetter hat man eine beschlagene Scheibe und ich habe da ein paar Buchstaben. Aber wenn die Sonne drauf scheint, dann verschwinden die Buchstaben vor unserer Auge. Das heißt, das Gen entscheidet über sehr wenig. Das ist ein Bauplan. Aber die Genetiker haben gedacht, die Genetik entscheidet die Welt. Dann haben sie gemerkt, es ist zu kompliziert, das sind die Proteine. Die Gene haben einen Bauplan für Proteine. Dann hat man die Proteine gehabt und hat gemerkt, immer noch zu kompliziert, die Proteine, die sind noch nicht lebendig. Und jetzt kam Glykomik, die Wissenschaft vom Zuckercode. Glykomik beschreibt die Wissenschaft, wie diese Zuckerverästelungen eigentlich für nahezu alle Informationen, Kommunikation zuständig ist. Alle haben gedacht, die spinnen. Dann habe ich tatsächlich in Berlin eine Caroline Bertozzi kennengelernt. An meinem Geburtstag 2004 in Florenz war eine große Tagung von den Glykobiologen.
Caroline Bartosi auch am Tisch. Und seit ungefähr 2004, 5, 6 habe ich ein Patent für eins von den Zuckerchen. Sogar Laktose in Kombi. Es ist eine Kombinatorik. Nicht ein Zuckerchen wirkt, die Kombinatorik. Die Kombinatorik, wie in der Beere, in der Natursubstanz, Mannose, Galaktose, Ribose. Und bei dieser Tagung ging es um die Kombinatorik. Und die Caroline Bartosi und der Jerry Hart haben das da vorgestellt. Und wir haben dort noch überlegt, also ob der Zuckercode sich jemals durchsetzen wird. Die Caroline Bartosi hat das gleiche Patent in eine andere Nutzung übernommen und hat es geschafft, diese Zuckerverästelungen sichtbar zu machen, wie mit Farbe. Also wie eine leuchtende Pflanze wird der Zuckercode sichtbar und beforschbar. Und die gute Nachricht, letztes Jahr im Oktober hat die Caroline Bartosi den Chemie-Nobelpreis gekriegt. Also ihr wurde der Chemie-Nobelpreis für zentrale Forschung für Immunologie und Krebsforschung verliehen in Stockholm. Und bei dieser Tagung in ihrer Laudatio hat sie den Werner Reuter mit unserem Zuckercode und unter anderem sogar mit meinem Patent, mit dem N-Acetylglucosamin beschrieben. Und jetzt nimmt es Fahrt auf. Jetzt wird klar, für Immunität, für Onkologie spielt der Zuckercode eine entscheidende Rolle. Denn Krebszellen umgehen den Code, die entziehen sich dem Erkenner. Und wenn der Zuckercode übergossen ist, wird das Immunsystem blind. Und dann erst können Krebszelle und Erreger sich durchsetzen. Nummer eins, also weniger Zucker, weniger schlechter Zucker. Nummer zwei, die Krebszelle baut sich mehr Sialinsäure. Das hat der Werner Reuter vor 20 Jahren vorhergesagt und die Caroline Bartosi hat es bewiesen in diesem Nobelpreis. Deshalb entscheidet der Zuckercode, ob eine Krebszelle sich durchsetzt, ob sie metastasiert und wohin. Und wenn Sie sich jetzt so Bäumchen vorstellen, dann wird klar, wenn mehrere Bäumchen da sind, reicht's nicht, wenn ich mit einer modernen Chemotherapie ein Bäumchen abschieße. Nein, wenn das eine abgeschossen wird, gibt's immer noch zu viele andere. Das heißt, wir müssen uns prinzipiell über den Zuckercode Gedanken machen. Und was hilft? Ernährung, Glykoplan, moderater Sport, Bewegung, Meditation, Achtsamkeit, ein gesunder Darm, der hilft, dass der Reparaturmechanismus stattfindet. Und Reparaturmechanismus, der epigenetische, mit DNA-Reparatur, der Reparaturmechanismus, dass ein Krebsgen wieder ruhiggestellt wird oder ein Reparaturschutzmechanismus für Tumorsuppressoren aktiv wird, der wird geregelt epigenetisch über den Zuckercode. Und da gibt's dann die Ribosylierung. Und jetzt gibt's viele Forscher, die beforschen die Histone. Im Histon ist die DNA aufgewickelt und geschützt. Und jetzt gibt's Leute, die haben dann statt dem genetischen Code den Histoncode postuliert. Aber diese Histone haben Schwänzchen. Und je nachdem, wo die Ribose sitzt, wird's abgelesen oder nicht. Das heißt, die Methylierung und die Acetylierung und die Epigenetik wird eben auch über den Zuckercode reguliert. Und zu viel schlechter Zucker haftet an, reversibel und blockt das weg. Und deshalb wären viele Enzyme, zum Beispiel Schlüsselenzym für Dopamin, kann im Zuckercode weggedockt werden. Oder schlechte Zucker können die Reparatur, die DNA-Reparatur von der Ribose hemmen. Also der Zuckercode ist der Code des Lebens und es ist ganz einfach. Er ist wundervoll konstruiert und mit einer natürlichen Lebensweise, wie bei den 100-Jährigen, sind wir auf der sicheren Seite. Die gute Botschaft, er ist reversibel reorganisierbar. Deshalb, selbst wenn er mal stillgelegt ist, selbst wenn er mal ein bisschen anbrennt, selbst wenn er wie eine Crème Brûlée sozusagen ausgenockt wird, nach 3 Monaten entfaltet er sich wieder. Das heißt, der Wald wächst immer wieder und er lässt sich kultivieren. Und was hilft? Phytopharmaka, Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere, Kreuzblütler, alle verschiedene Art von Pilzchen, Gewürze, die helfen, dass der Zuckercode repariert. Und unsere spezielle Mischungen, wo dann zum Beispiel in T2, da haben wir dann Glucosamin und Galaktose und Vitamin C, mehr andere haben wir Kreatin und Galaktose. Also es ist nicht die eine Substanz, meinetwegen Galaktose, nein, die intelligente Kombinatorik. Die hilft uns weiter und das ist die Zukunft. Bedingt aber, dass wir aufhören, immer schlechter Zucker darüber zu gießen. Genau. Das ist mal der erste Schritt. Erster Schritt, schlechte Zucker reduzieren.
Das ist richtig revolutionär, habe ich noch nie gehört. Ja, der Nobelpreis ist auch noch jung, aber hat dazu geführt, dass einfach große Firmen Milliarden in die Forschung installieren. Denn über den kleinen Code, nennt man Glykane, kann man einfach in Zukunft viel effizienter Tumore früh erkennen und anders behandeln, Autoimmunerkrankungen anders erkennen. Und der Zuckercode geht jetzt wirklich an eine wesentliche Kommunikationsquelle im Körper. Und wichtig nochmal, die Signale kommen von außen, gehen an die Zellmembran, dann wird es nach innen übersetzt und dann wird bedarfsabhängig, werden die Gene angeschaltet und dann werden die bedarfsabhängig geöffnet, abgelesen, wieder geschlossen und repariert. Und die DNA-Reparatur hängt eben auch an diesem Zuckercode. Und deshalb kann man im Körper was Gutes tun, indem man den pflegt und nicht verwendet. Hat die Forscherin das auch den Zuckercode genannt oder ist das ein Wort von dir? Das Feld heißt Glykomik, aber der Zuckercode, der wurde eigentlich vom Jerry Hart. Der Jerry Hart ist ein brillanter Forscher, auch seit 30 Jahren in diesem Gebiet unterwegs. Der hat es erstmals intern in den Fachkreisen als Zuckercode benannt. Und wir haben den Begriff dann eigentlich aufgegriffen. Leider nicht meine Erfindung, aber fantastisch, um zu erklären. Und da zeigt sich eine Frage vom Maß. Zu viel vom Schlechten verblendet die Gute. Ja, ja, klar. Noch eine Frage. Wie heißt die Dame schon wieder? Caroline Bertozzi. Die hat geforscht an der Universität in Kalifornien, hat inzwischen noch Pallion, zwei große Firmen hinter sich, blitzgescheite Frau und immer an der linken und rechten Seite von Werner Reuter. Und so war es mein Glück, dass ich sie kennenlernen konnte. Und in dem Zuckercode spielt zum Beispiel die Mistel eine Rolle. Die Mistel, das sind Glykane. Und einige Natursubstanzen, die haben eben solche Bäumchen. Und deshalb hat die Natur solche Bäumchen hervorgebracht, die helfen, dass ich unsere Bäumchen wieder besser sortiere. Fantastisch. Mhm. Wird nicht Galaktose aus der Mistel gewonnen? Doch, die kann aus der Mistel kann die gewonnen werden. Die kann auch aus dem Kernholz von der Lerche gewonnen werden. Das sind Arabinogalaktane. Und aus der Linse kann sie auch gewonnen werden. Mhm. Und aus der Beere kann sie gewonnen werden. Jetzt, was ich noch nicht verstanden habe, du hast vorhin noch einen Zucker erwähnt, wo du gesagt hast, das ist nicht einfach nur Galaktose, es ist auch eine Mischung. Mhm. Kannst du mir noch mal etwas über diese Mischungen sagen? Man hat festgestellt, dass in der Natur, in der Heidelbeere oder auch in der Pilzchen, nicht nur pflanzliche Stoffe wirken, sondern solche Monosaccharide, also Einfachzucker, die ohne Insulin wirken. Und jetzt gibt's Kombis, wo Mannose, das ist ein Zucker, den hat man gekannt von bei Harnwegsinfekte, Urogenitalinfekte, aber der wirkt tatsächlich auch bei Parkinson-Patienten. Gibt's tolle Forschung aus Israel. Dann gibt's die Galaktose und die Ribose, die hilft im Herz und die hilft im ATP, die verwendet man im Sport, aber die ist tatsächlich auch bei der DNA-Reparatur aktiv, die Galaktose. Und jetzt gibt's Verhältnisse in der Pflanze und wir haben diese Verhältnisse nachgeforscht und baut. Und dann wirken die Kombinatorik besser. Oder zum Beispiel die Kombination von Glucosamin mit Galaktose wirkt besser. Da gibt es aktuelle Forschung, die hat gezeigt, dass die Galaktose hilft den Mitochondrien und repariert das Bindegewebe, also das Wasser, in welchem die Zelle schwimmt. Eine andere Gruppe hat gezeigt, Max Planck, Glucosamin wirkt. Aber die Kombi wirkt noch viel stärker. Deshalb haben wir Kombinationen gebastelt bei Falcento. Und das ist eigentlich unser Prinzip. Bei Falcento? Ja, bei Falcento. Kann man mal reinschauen und dann sieht man diese verschiedenen Zucker. Genau, und da gibt es ein Moseder-Prinzip. Das beschreibt eigentlich Kombinatorik. Und das beschreibt eigentlich Gesetzmäßigkeit hinter diesem Zuckercode. Und aber nochmal, der normale Menschenverstand hilft. Mit einer intelligenten Ernährung kann ich viel tun für den Zuckercode. Und eines noch, das haben wir vorher besprochen. Ihr habt schon eine Sendung gehabt zu den Nukleotide. Die Nukleotide, das sind eigentlich so die kleinsten Bausteine in der DNA. Und ich war tatsächlich ignorant und ich habe nicht zugehört, wo man mir erzählt hat, dass Nukleotide wirken. Ich habe gedacht, das isst man und dann wird's zersetzt. Aber der Professore, der aus der Tiermedizin kommt, Dr. Damian Köppel, der hat es eigentlich schön gezeigt. Nukleotide werden verwendet in der Tiermedizin,
und in der Tierhaltung. Und jetzt hat sich eben rauskristallisiert, immer wenn ein Gen aufgemacht wird, abgelesen wird, dann übersetzt wird, dann danach einen Feinschliff bekommt, hat man sozusagen Zugriff zu den Nukleotiden. Und mit einfachen Worten, je mehr Nukleotide verfügbar sind, umso besser für unsere Gesundheit und umso leichter sind die Signale im Zuckercode zu übersetzen. Je weniger Nukleotide da sind, desto schlechter. Also wenig Nukleotide wird man alt und krank. Mit viel Nukleotide hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, gesund alt zu werden. Mhm. Und in der Kombi glaube ich, dass die Medizin auch da noch besser wird. Und auch da, dank der Idee, sind wir so weit, dass es einen Proteinshake gibt, einen Shake, wo die Kombinatorik eine Rolle spielt und wo die Nukleotide tatsächlich auch mit integriert sind. Ja, das ist das neue Produkt, was du da zusammen mit noch zwei weiteren Kollegen aus dem Expertenkreis von QS24 entwickelt hast. Ja, weil wir haben viele Patienten, wir haben viele Menschen. Und die Frage ist, was können wir tun, dass es mal noch schneller, noch besser, noch tiefgreifender helfen kann. Also sind die Proteinsachen gelöst, dann sind die Zuckersachen gelöst. Dann die Phytosubstanzen, die drinnen sind, sind gelöst. Keine Zusatzstoffe. Das heißt, man möchte keine Zusatzstoffe, denn die hemmen die Kommunikation. Und dann tatsächlich noch Nukleotide. Mhm. Und da glaube ich, für Neuroerkrankungen, Parkinson, Alzheimer, Restless Leg, aber auch Depressionen. Und auf der anderen Seite für Autoimmunerkrankungen, MS, Hashimoto, Rheumatide, Arthritis und so weiter. Da sind es wirklich hilfreiche Substanzen, dass man schneller in eine Besserung und schneller in die Regulation kommt. Da kann man von 20 Produkten plötzlich runtergehen auf noch eins, oder? Das ist ja eigentlich das Ziel. Genau. Etwas, was wirklich alles überlegt, enthaltet. Das war auch die Idee vom anderen Phytoshake. Bevor ich jetzt 3 Kapseln Weihrauchharz und nochmal 3 Kurkumin, dann Wubenzym und der Proteinshake, habe ich sozusagen alles in einem und mache mir einen Shot. Ja. Vielleicht noch 2-3 Worte über den Zucker. Bei Galaktose zum Beispiel habe ich noch irgendwo mal gelesen, es ist insulinunabhängig, es wird im Hirn oben verstoffwechselt, es gibt Energie und es wird basisch verstoffwechselt. Stimmt das? Es wird basisch verstoffwechselt, weil es im Körper eigentlich Säureäquivalente wegnimmt und Ammoniak bindet. Deshalb wird es basisch verstoffwechselt und macht einen basischen Stoffwechsel in der Zelle. Eines noch, das muss man auch klar sagen, es gibt eine Stoffwechselerkrankung, die Galaktosämie. Die wird überall auf der Welt beforscht, auch in China und Indien. Das heißt, es sind Menschen, denen fehlt ein Enzym und die können die Muttermilch nicht verstoffwechseln. Wenn die Muttermilch trinken würde, würde sie krank werden. Alle Menschen, die eine Galaktosämie haben, wissen das. Und es gibt 4 verschiedene Enzyme. Wenn man die nicht hat, kann der Körper die Galaktose nicht verstoffwechseln. Die Säugetiere, die gefüttert werden mit Milch, die haben alle Enzyme. Wie gesagt, nur einer von 55.000 nicht. Aber Nagetiere, viele Mäuschen, haben diese Enzyme nicht. Deshalb gibt es viele Tierversuche aus China und Belege, dass Galaktose dann dement macht oder dass Galaktose verwendet wird für ein Alzheimer-Modell. Wenn ich die Enzyme nicht habe, dann schadet Galaktose. Das heißt, die haben einen Galaktokinase-Mangel oder einen Galaktose-4-Epimerase-Mangel. Das haben wir beforscht bei Werner Reuter, Kontext Krebs. Oder sie haben einen Mutorotase-Mangel. Deshalb klares Statement. Für Nagetiere mit dem Mangel ist Galaktose toxisch. Für Menschen, die eine Galaktosämie haben, alle wissen das, ist auch toxisch. Alle anderen Säugetiere, und der Mensch, die keine Galaktosämie haben, ist ein Grundbaustein in jeder Zelle, an jeder Zelloberfläche, immer in vorletzter Position und in jedem Glykoprotein und in jedem Bindegewebe. Und deshalb ist ein Baustein des Lebens für das Gerinnungssystem, für die Faszien, für den Knochen, für den Knorpel, für das Auge, für das Gehirn, für alles. Wenn man Galaktose nicht verstoffwechseln kann, muss es der Körper selber bauen. Dann nimmt er Glucose, braucht Energie, produziert UTP-Galaktose im Inneren der Zelle und dann geht's in den Reparatoren Baustoffwechsel. Und das ist in der Biochemie, in den Lehrbüchern der Biochemie, Löffler und so weiter beschrieben seit 40 Jahren.
Und die Arbeiten dazu sind von 1875 als Ersatzkohlenhydrat. Vom Apollinaire, das war ein Apotheker in Paris, vom Otto Warburg, vom Hans Kosterlitz. Dann sind die aktuellen Daten so, dass man sogar den Zuckercode von Kindern, die eine genetische Erkrankung haben, wo der Code defekt ist, eine angeborene Erkrankung, wo der Code geschwächt ist, der kann Muskelschmerz machen, Entwicklungsstörungen, plötzlicher Herztod. Da wurde beforscht, Zucker weg, Galaktose hat man gegeben und die Kinder führen ein normales Leben. Also in der Uniklinik in Münster beforscht. Und da wurde jetzt klar beforscht in vielen Arbeitsgruppen, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist safe. 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für Kinder ist safe. Bis 50 Gramm am Tag ist safe. Und die Toxikologie hat Schering und Sigma und mehrere Firmen haben die Toxikologie schon 1921 geleistet. Also Galaktose ist nicht toxisch. Mhm. Sonst wäre der Mensch toxisch, tja, man wäre schon tot. Deshalb klares Statement. Mhm. Ja, maßvoller Umgang. Wenn ich gefragt wäre, wie viel soll ich nehmen? Prinzipiell wenig Süßes. Aber wenn schon, dann gesundes Süßes. Und dann kann man mit dem Teelöffel kann man sich schon was Gutes tun. Ist ja schon spannend, dass das Überleben der Natur, also die Sicherung des Lebens der Natur auch gestellt wird. Zum Beispiel die Muttermilch, da ist ja die Galaktose auch drin. Genau, das ist der Zucker der Muttermilch und das ist der Code. Das ist sozusagen das, was uns eigentlich aussagt. Und alle Kommunikation, je besser die Kommunikation, desto größer die Gesundheit. Mhm. Einige Forscher beschreiben das so, Kommunikationsabbruch macht krank. Also es ist wie im persönlichen Leben, in Beziehungssysteme, wenn man nicht mehr redet, schlecht. Und je besser die Kommunikation zwischen den Mitochondrien und dem Darm und der Darmbakterie und unserem Gehirn und dem Ruhenerv, umso besser für die Gesundheit. Mhm. Noch eine Frage, wenn ich jetzt da habe oben so ein Kilo Galaktosekrübel oder ein halbes Kilo, eigentlich ist es besser, statt nur reine Galaktose wäre dann die Mischung besser, oder? Wo man die Mannose, Ribose und Galaktose in einer Mischung hat. Ja, deshalb haben wir Mischungsverhältnisse und die Mischungsverhältnisse brauche ich weniger, sind günstiger und wirken schneller und tiefgreifender, weil es eben dem Code des Lebens entspricht. Mhm. Und dann muss man noch aufpassen, also aktuell, wir mussten eine Recherche machen und da ging es eigentlich auch um Zulassung für Medikamente. Das heißt, die Galaktose, die wir bei Falcento haben, die ist hergestellt wie ein Medikamente. Das heißt, safe, safe, safe. Deshalb kann man Infusionen draus machen. Jetzt gibt es in der Schweiz eine vegane Galaktose und bei der Untersuchung ist rausgekommen, erstens mal ist sie nicht vegan, zweitens ist sie nicht aus der Schweiz, sondern sie kommt aus China. Nummer zwei, eine weitere Galaktose, angeblich hergestellt in der Schweiz, die kommt nicht aus der Schweiz, auch nicht mehr aus China, sondern aus der Mongolei. Und da müssen Sie wirklich mal hin und müssen sich das Herstellungsprozedere angucken. Da leider läuft es so, dass man dann Milch hat von Tieren, Schwefelsäure und dann daraus Galaktose hergestellt wird. Das ist nichts fürs Gehirn. Das hat dann ein bisschen einen stechenden Geschmack. Deshalb nochmal klar, Qualität, Sicherung und Qualität steht über allem. Denn wenn das schon ins Gehirn geht, dann will ich dort keine Schwermetalle, keine reaktive Gruppe und ich will auch nicht eine Galaktose, die 90% ist, sondern ich will eine, die hergestellt ist wie ein Medikament. Deshalb ist klar, dass es günstigere Produkte gibt, die firmieren, vegan zu sein und auch solche, die dann sagen, ja, ja, wir sind günstiger. Also wirklich aus China und aus der Mongolei will ich das im Moment eher nicht. Aber es ist nicht deklariert, oder? Es ist nicht deklariert, nee, da steht sogar drauf, made in Switzerland. Und dann steht da drauf vegan und es kommt allerdings vom Tier. Deshalb sind Sie vorsichtig. Es gibt einen großen Markt. Und wenn ihr guckt im Internet, dann explodiert das Ganze. Ich kann euch erzählen, wo wir angefangen haben damit, 1990, da gab es Sigma, da hat ein Kilo 800 D-Mark gekostet. Genau. Und dann gab es noch Schering und es wird verwendet im Echovist und das wird da verwendet in der Kontrastmittel. Und deshalb wird ganz viel Galaktose produziert für medizinische Beiprodukte, also zum Beispiel Kernspintechnologie und dann bildgebende Verfahren.
Also fassen wir mal nochmals zusammen. Zucker ist wichtig, Zucker ist aber nicht dieser Müll mit Zucker, sondern gesunder Zucker und das alles sehr in Maßen. Vielleicht noch im Verhältnis, was für ein Zucker wirkt denn eigentlich in der Heidelbeere, wo du immer sagst, es sei gesund? Da ist Mannose und Galaktose drin. Da ist sogar noch ein bisschen Arabinose drin. Und auch in der Preiselbeere, dort ist ein bisschen noch mehr Mannose drin als Galaktose, auch in den Pilzchen. Und das Spannende ist, dass die dann im Wirkverhältnis zueinander stehen, zusammen mit diesen sekundären Pflanzenstoffen. Also fantastische Wunderwerke. Mhm. Und die Mistel. Deshalb, das sind eigentlich Galaktine, das sind Kohlenhydratbindende, Galaktosebindende, Glykoproteine. Und das ist eben auch der Code, der Erkennungscode. Und der Rudolf Steiner hat es tatsächlich als Pionier beschrieben, wie das wirkt, dass es wirkt. Und der hat sogar beschrieben, original vom Viktor von Tönkes übermittelt, dass dann, wenn der Zuckercode auseinandergerät und wenn die Ernährung, damals haben sie es ganz einfach formuliert mit dem Weston Price, über Konserve, über Weißmehl und über Schiffe mit Zucker eigentlich unsere Gesundheit ausnockt, dass der Schaden nicht nur uns trifft, sondern die nächste und die übernächste Generation auch. Und das sind jetzt die Erkenntnisse, die man in der Epigenetik findet, dass das eigentlich eine Prägung ist, die ganz früh stattfindet. Und wenn wir uns jetzt intelligent ernähren, dann prägt es die Gesundheit von der nächsten und der übernächsten Generation. Und wenn die Mama für sich was tut, dann hilft es der Stoffwechselgesundheit vom Kind fürs ganze Leben. Also das heißt, das Potenzial ist groß und wenn wir wissen, dann können wir auch wirklich viel tun. Nochmals eine persönliche Frage, wenn ich wieder zurückgehe zu meinem wilden Heidelbeeren-Abendessen-Desserts. Dann wäre ja das eine gute Geschichte, weil ich ja dann diese Mannose und Galaktose habe. Der Süßlust ist weg. Jetzt möchte ich dich gerne natürlich auch nicken sehen, wenn ich noch sage, ich hau noch Schlagrahm obendrauf. Auch? Also auch Schlagrahm ist erlaubt. Allerdings geht es jetzt um die Menge. Mir ist also lieber, wenn du diese Beere am Morgen isst oder auch noch am Nachmittag. Und wenn du am Abend dann sozusagen höchstens so ein ganz kleines Schmaus und dann noch ein kleines Schmaus als Schlagsahne. Nein, das kann nicht sein. Nein, die Schüssel muss schon voll sein, bitte. Nur ein kleines Schüsselchen und neben dran noch zwei Nüsschen. Nein. Oh je. Also da müssen wir noch was Besseres kriegen, sonst werde ich ein Isat abends, gell? Super. Herzlichen Dank, Dr. Metko. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und das war jetzt schon sehr, sehr revolutionär, sich mal über diesen Zuckercode zu unterhalten, war mir nicht bewusst. Und ich denke, dass jetzt, wo diese Forschungen erstellt sind, diese Ergebnisse da sind, dass sich die ganze Medizin hier noch massiv wandeln wird in den nächsten Jahren. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.